So Leute, Peace! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Samurai Warriors 1 Extreme Legends. Ja, wir sind jetzt bei der Hideyoshi-Kampagne. Weiterhin haben die Belagerung der Burg Inabayama gemacht und sind jetzt bei Rückzug bei Kanigasaki. Let's go! Dank Hideyoshis Taktik konnte die Oda-Armee die mächtige Burg Inabayama einnehmen. Nun marschierte Nobunaga gegen Ishizen in die Heimat der Asakura. Nagamasa Asai brachte mit Nobunaga und wollte ihn nur rücklings angreifen. Hideyoshi meldete sich eifrig völlig für die Nachhut, um Nagamasas Truppen abzuwehren. Viel zu viel lesen. Bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Leider nein. Ich bin's nicht mehr gewöhnt. Hideyoshi, du hast dich freiwillig für die Nachhut gemeldet? Nun ja, durch Nagamasas Verrat ist die Lage für unseren Gebieter heikel geworden. Wenn ich diesen Angriff abwehren kann, werde ich sicher befördert. Oh. Ah, jetzt verstehe ich. Du bist auf diese Mein-Gebieter-Masche hereingefallen. Du willst bloß dazugehören. Steckt doch viel mehr dahinter. Alle großen Anführer denken nur an sich, nicht an die, die ihnen dienen. Dagegen will ich etwas tun. Ich will, dass sich etwas ändert. Das ist mein Plan. Wie sieht es aus, Maruichi? Bist du auch dabei? Für einen Mann zu sterben ist das Letzte, was ich will. Also werde ich alles tun, um zu überleben, zusammen mit dir. Auf mich könnt ihr auch zählen! Miyasu? Auch du? Ihr solltet lernen, dass Kommandeure manchmal mehr sind als das, was ihr von ihnen haltet. Boah, dieses scheiß verfickte Kabel. Meine Güte. Hast du einmal kurz den Controller bewegt? Zack! Boah, das riecht mich auf. Tut mir leid. So. Hideyoshi, Hashiba und Magoshi Saga erreichen den Fluchtpunkt. Das ist unsere Mission. Ja, ganz cool, dass es zwischen den Missionen auch Zwischensequenzen gibt. Das macht das Spiel tatsächlich ein bisschen geiler. Naja, fangen wir an. Zeigt allen, wer Hideyoshi ist. Lockt den Feind erst hierher. Wir werden sie gleich mit Blei eindecken. Darauf habe ich gewartet. Angriff! Super. Also scheißegal, okay. Fürst Ieyasu wartet auf der anderen Seite der Brücke. Wir werden Asakura von hinten angreifen und sie umzingeln. Alles klar. Hey, Maguichi, hast du je Fürst Nobunaga gesehen? Kann man wohl sagen. Seinen Blick kann ich nicht ausstehen. Diese Selbstzufriedenheit über das Niedertrampeln der Schwachen. Für dich mag es so aussehen, aber so ist er nicht immer. Den gleichen Ausdruck trägt er, wenn er den Mächtigen gegenübertritt. Okay.
zurückfallen. So, den haben wir besiegt. Die Arbeit ist getan. Jetzt können alle nach Hause. Ich werde nicht zurückfallen. Oh, Emma. Gut, das war jetzt ein bisschen sehr einfach, kann man auch so sagen. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt einfach mit Dings mit. Mit Magoshi, also zu Magoshi. Ach ne, der kommt automatisch, gut. Dann killen wir jetzt einfach nur die Gegner, damit er auch zu uns kommt. Ich weiß nämlich nicht, ob der genauso dämlich ist wie, ja. So die klassische Escort-Mission natürlich. Oh, ich hasse die KI, ernsthaft mal. Die ist so nervig dadurch. Ja, ist unnötig, deswegen. Also ich finde es unnötig, ja. Reicht doch, hier ist doch gar keiner mehr. Lass kurz mal gucken. Wir haben tatsächlich da unten noch einen Boss. Ich weiß nicht, ob wir den besiegen müssen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Sieht aus, als bekäme ich Konkurrenz. Auf jeden Fall finde ich es sehr cool, dass man hier mal eine andere Mission hat. Das fand ich tatsächlich an dem ersten Samurai Warriors ein bisschen langweilig, weil du immer das Gleiche zu tun hast. Irgendwie so andere Aufträge oder so. Hey, jetzt kriegen wir Verstärkung. Oh, jede Menge Feinde. Wir übernehmen den Westen. Werter Hideyoshi, übernimm den Norden. Wäre Fürst Ieyasu nicht gewesen, Fürst Ieyasu ist nicht weniger furchteinflößend als Fürst Nobunaga. Ich weiß nicht, wie lange wir auf der gleichen Seite stehen werden. Ich kann dich die Lorbeeren. Alles klar, wir schalten jetzt erstmal die Verstärkung aus. So, beide sind down. So, damit haben wir alle die Verstärkung erledigt. Ich werde nicht zurückfallen. Mal schauen, was wir als nächstes machen müssen. Sehr eindrucksvoll. Naja, war jetzt nicht so anstrengend, ne? Gibt Schwierigeres.
So, der sieht gut aus. Was bei mir gut. Schon gut. Richte einfach dein Augenmerk auf KGs Kampfkunst. Fürstin Oichi, es ist sinnlos, gegen deinen Bruder zu kämpfen. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob wir sie besiegen dürfen. Ich mach's jetzt einfach mal. Okay, war anscheinend richtig. Also hat jedenfalls nicht Game Over gegeben. Ich kann dich die Lorbeeren doch nicht alleine ernten lassen. So, meine Fresse, sind das viele. Mir scheint, dass da hinten Nachschubtruppen sind, ey. Das kommen immer mehr, ey. Das ist sau nervig. Und zwar egal, wie viele wir besiegen. Ich werde mich mal um den Boss da kümmern. Also den Kommandanten. Und mal das klar machen. Weil nervt langsam. Ich möchte schon gerne mal. Sind zu viele Truppen. Das war's. Es sind keine Gegner mehr hier. Das heißt, Magoshi kann jetzt einfach hier hinkommen. Puh, ich glaube, hier sind wir sicher. Noch sind wir nicht sicher. Hideyoshi, begib dich schnell zur Hauptstadt. Das hat Spaß gemacht. Das sollten wir bald mal wiederholen. Danke, ich verzichte. Ja, damit haben wir diese Mission erfolgreich geschafft. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ach komm, ich hatte jetzt auch Spaß. Ja, ich meine, ich habe jetzt auch Spaß gehabt dabei und ja, dann hat das jetzt eben ein bisschen gedauert. So.
15 Stärke fehlen uns noch, dann dürfen wir nämlich weiter die Reichweite aufleveln. Mal schauen, ob wir es noch in diesem Durchlauf schaffen. Der Psyker-Feldzug. Danke Hideyoshis Bemühungen entkam Nobunaga nach Kanigasaki. Einige Jahre später begab sich Nobunaga nach Sakai, um die Ikko-Armee zu vernichten. Dort wurde er bereits von Mogoi Shisaika und seiner gewaltigen Streitmacht erwartet. Ah, wir machen jetzt das, was wir bei mit Magoishi gespielt haben. Nur, dass wir jetzt auf der anderen Seite sind. Tja. Das ist natürlich bitter. Erst helfen wir Magoishi und jetzt kämpfen wir gegen ihn. Ah ne, ist doch noch eine andere Schlacht. Okay. Leben und Tod sind ein und dasselbe. Alles bleibt gleich. So hart zu kämpfen, um zu leben. Wie sinnlos. Alles vernichten. Von Hunganchi. Okay. Ich will die Welt erleben, die Fürst Nobunaga für uns geplant hat. Aber herumlaufen und alles umzubringen, das gefällt mir nicht. Ja, das war jetzt einfach. Du verstehst die Macht unseres Gebieters immer noch nicht? Wenn du so weitermachst, wird es mit dir ein böses Ende nehmen. Hideyoshi, warum greifst du Sakai an? Ich will nicht weiterkämpfen, solange ich nicht weiß, wofür. Du meinst, du willst dich um Nobunaga kümmern, bevor er ernst macht? Lass doch mal sehen, wie gut du wirklich bist. Oh, neues Lied auch noch. Das gefällt mir. Mal schauen, ob ich es rechtzeitig schaffe. Boah, die haben aber eine gewaltige Angriffsmoral. Muss man sagen. Boah, die Musik gefällt mir. Das macht Spaß, dann. Wenn man auch irgendwas Neues erlebt. So ein bisschen unterstützen, ey. Schaffen das nämlich alleine irgendwie nicht so. Nicht, dass sie dann überrennen, ey, das wäre richtig mies. Das sieht nicht gut aus. So, den dürfen wir nicht besiegen. Also denk mal, ich kümmere mich jetzt nicht um ihn.
Den darf ich besiegen. So, nur noch den oben. Unglaublich! Gebieter, der Feind will die Lebensmittellager niederbrennen. Wenn die Lebensmittellager angezündet werden, wird der Fürst. Lasst niemanden in die Nähe der Lebensmittellager. Boah, wie soll ich das denn schaffen? Was? Wie kann das sein? So, vielleicht schaffe ich es noch. Sieht noch gut aus. Boah, wie viele Musketenschützen hier sind, ey. Boah, das ist ja schrecklich. Geschafft. Das sieht nicht gut aus. Sieht das nicht gut aus? Ja, es sind viele Musketenschützen, das stimmt. Das kotzt mich ja auch an. Wow. So, das Psyker eliminiert. Ja, das hat geklappt. Aruichi, noch ist es Zeit. Willst du nicht aufgeben? Tut mir leid, aber vor Nobunaga will ich mich nicht beugen. Dann werde ich dich zur Kapitulation zwingen. Dann eliminieren wir jetzt Magoishi. Das war's. Feindlicher Offizier besiegt! Offenbar sind wir dank dir alle noch am Leben. Ich ergebe mich. Dich zu bekämpfen ist Zeitverschwendung. Das Land wird im Handumdrehen mein sein! So. Ja, wir sind leider schon wieder über die Zeit. Deswegen, aber wir haben jetzt zwei Missionen geschafft, das ist top. Versuchen wir mal im nächsten wieder zwei zu kriegen. Kommen wir wenigstens ein bisschen weiter. Deswegen, ja. Im nächsten Part werden wir dann die Schlacht von Yamazaki führen. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns zum nächsten Part. Bis dahin, haut raus und ciao!